Ich wette, wir kennen alle diesen einen Moment, wo man in der Schule ist und es diesen einen abgefuckten Lehrer gibt, auf den man so gar keinen Bock hat. So, der Arme atmet einfach nur und man bekommt schon Aggressionsprobleme. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute mal ein paar Lehrer an, die ich auf TikTok gefunden habe. Und da sind sogar manche dabei, die selber TikToker sind. Oh Gott, bewahre mich vor Schlimmeren und gib mir Kraft für dieses Video. Einige kennen bestimmt dieses Gefühl, einen scheiß Lehrer zu haben. Und an die, die das nicht kennen, seid froh. Wirklich. Seid froh und genießt noch die Zeit, bis dieser eine Neue an die Schule kommt. Ich wünschte, ich hätte solche Lehrer damals gehabt. Ufa, dein Klassenlehrer fühlt den Club mehr als alle anderen. My life be like. Bruder, der Chemielehrer geht sturdy im Club mit seinen Schülern. Dog, solltest du nicht im Zimmer sein und die nächste nervige Aufgabe für morgen vorbereiten? Der Bre geht so ab, der klärt heute Abend noch eine 20-Jährige und vergisst, dass er Frau und Familie zu Hause hat. Wie gern hätte ich so einen Lehrer gehabt auf Klassenfahrt. Bei mir, wir mussten einfach nach 22 Uhr schon auf dem Zimmer sein und am besten schlafen. Schlafen! Um 22 Uhr auf Klassenfahrt. Bro, ab 22 Uhr ging der ganze Spaß erst richtig los, wenn die Lehrer geschlafen haben. Ab dann war Gott los. Ich weiß noch, als ich mit paar Jungs damals ultra lange wach war auf Klassenfahrt. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Wir waren damals immer richtig, richtig lang aktiv nach der 22 Uhr Nachtruhe. Naja, auf jeden Fall haben wir dann einfach unseren Lehrer um 2 Uhr an der Bar auf der Terrasse gesehen. Der wollte einfach heimlich saufen und dachte, die Schüler bekommen es nicht mit, weil er das Ganze selber nicht mehr ausgehalten hat. Naja, auf jeden Fall ist es dann geendet, dass wir mit dem gesoffen haben oben an der Bar und da waren wirklich geisteskranke Gespräche dabei, ne? Der hat sogar eiskalt gelästert über die anderen Lehrer, die mit auf Klassenfahrt waren. Der Bildungsstand muss echt tief gerade sein. Was passiert da? Welche Lehrerin bringt ihren Schülern um 7 Uhr früh die Vogelgeräusche bei und springt darum, als wäre sie auf Perkies? Vor allem sehen die Leute da irgendwie so aus, als wären die schon älter. Die unterrichtet da keine Kinderklasse oder so. Jede Schule hat doch mindestens einen von diesen Lehrern, wo man direkt weiß, die stehen einen Millimeter davor, komplett verrückt zu werden. Manchmal vergesse ich auch echt, dass diese ganzen Lehrer auch so ein eigenes Privatleben haben. Ja, und so tief will ich manchmal gar nicht rein in der ihr Leben. Ich habe keine Ahnung, was für eine nasty Seite das war, aber der Bruder wurde auf jeden Fall in 4K gebastet. Das ist echt hart. Vor der ganzen Klasse. Wie down bad muss man sein? Kann der nicht mehr warten, bis die Schule vorbei ist und er zu Hause ist? Na, das ist crazy, noch im Unterricht nachzuschauen, oh Gott. Ich habe auch dazu wieder eine Story von damals. Einer Lehrerin von uns ist genau das gleiche passiert. Sie wollte uns damals im Computerraum irgendwie zeigen, wie man die E-Mails richtig an sie verschickt, damit auch niemand verkackt, okay? Und auf einmal sieht man da in Full HD auf der Leinwand, wie in ihren E-Mails eine neue E-Mail von ice.de ist. Wo sie am Tag davor oder so bestellt hat, ja. Und die Leute, die wissen so, die wissen... Die Arme. Das hat einfach jeder gesehen. Das muss echt unangenehm sein. Und das verbreitet sich dann auch immer wie so ein Laubfeuer. Direkt jeder weiß es. Das wusste direkt jeder aus der Klasse, dass die am Tag davor auf ice.de bestellt hat. Genauso wie bei ihm hier. Das wurde auch einfach aufgenommen. Der Typ ist danach arbeitslos. Das war's mit ihm. POV, dein Lehrer versucht cool zu sein. Ali, ich habe gerade, wie du in der Pause Max gefragt hast, ob es ihm gut geht. Wo war der Fehler? Überleg mal ganz genau. Ja. Man sagt nicht, geht's dir gut? Wo leben wir, Alter? Kommst du klar? Okay? Kommst du klar? Verstanden, aber kommst du klar? Was geht jetzt hier ab? Auf einmal unser Lehrer ist Influencer geworden. Die nächste Englischlehrerin startet TikTok-Livestream im Unterricht. Würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Noch besser, wenn das Ganze dann in der Hauptschule Duisburg wäre oder so. Verstanden? Also, heute analysieren wir Deutschrap-Texte. Ich möchte von euch wissen. Skriflex, welches rhetorische Mittel ist das? Oh, hell, na, das wurde wahrscheinlich wirklich in der Hauptschule Duisburg aufgenommen. Ey, bitte, was für Skrrr-Flex, bo-bo-bo-bo. Ich weiß nicht, ob ich das cool oder cringe finde, wenn meine Deutschlehrerin solche TikToks machen würde. Er ist eine 10 von 10, aber er kennt den Unterschied von das und das nicht. Was ist er? Sarah. Eine 10? Eine 2, Mann! Nein, nein, wenn er den Unterschied zwischen das und das nicht kennt, dann ist er ein Huch.
Real Talk, mal Spaß beiseite. Nichts triggert mich mehr, als wenn jemand den Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern nicht kennt. Aber jetzt nochmal ein anderes Ding so. Was denken sich eigentlich die Schüler, wenn sie ein TikTok von ihrer Lehrerin sehen? Denkt ihr, es gab dann auch so ein paar Schüler, die dann einfach nur so auf extra gehatet haben in den Kommentaren, weil die Probleme mit ihr hatten in der Schule? Safe, safe gab's das. Meine Lehrerin hat hier OnlyFans verlinkt auf der Informationsseite für die Schüler? Was? Nie im Leben. Wahrscheinlich ist das auch der Plan von ihr hier. Einfach ihr OnlyFans promoten und dann sogar die Schüler in die Abo-Falle locken. Bro, das wäre gottlos. Okay, ich habe nachgeschaut. Sie hat keine OnlyFans. Da hat wirklich eine Lehrerin ihr OnlyFans verlinkt auf der Informationsseite für Schüler? Okay, das ist wirklich krank. Dafür musst du in den Knast gehen. Wie alt sind die Schüler? Safe halt noch alle minderjährig. Yo, yo, yo. Lehrer können doch nicht so schlecht bezahlt sein, dass sie nebenbei so als Side-Hustle ein OnlyFans starten müssen, was sie dann an die Schüler plackt. Okay, das ist wirklich eine Stufe zu abgefuckt. Outfits, die ich als Lehrerin tragen würde. Jo, wenn das diese Lehrerin hier sehen sollte, bitte schreib mir, ich muss die 10. Klasse nochmal wiederholen. Sorry, das war ein Spaß, okay? Aber mal no joke, wenn das meine Lehrerin damals gewesen wäre, ich schwöre, ich hätte nur Einsen geschrieben und dann immer nochmal so nach der Stunde nachgefragt, so. Entschuldigung, ich habe da diese eine Sache noch nicht so ganz verstanden. Ich bräuchte vielleicht nochmal eine Nachhilfestunde. Nee. Jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ist ja ekelhaft. Bah, wie kann sie sich denn als Autoritätsperson so anziehen? Für den Unterricht auch noch, also. Das würde ich als Schüler gar nicht okay finden. God damn. Die Welt dieser Lehrer auf TikTok ist echt eine andere. Shut the hell up! Shut up! Shut up! Ey, yo, komm runter. Von welchen Dämonen ist denn jetzt diese gute Dame besessen? Shut the hell up! In solchen Momenten könnte ich niemals ernst bleiben. Genau wie der Kollege hier. Wenn Lehrer ausrasten und sich anlegen mit den Schülern, bestes Entertainment, was man über das gesamte Schuljahr bekommen kann. Junge, das ist immer so geil. Umso aggressiver die beiden dann sind, umso besser. Oh nein, bitte nicht. Wieso muss schon wieder ein Lehrer so horny sein? Ich hoffe, du hast keine Frau oder so. Oh mein Gott. Der ist am Arsch. Das war's mit seiner Lehrerlaufbahn. Weil wenn es das Video bis hierher in das Video hier geschafft hat, dann hat es das Video auch schon 100% zum Schuldirektor geschafft. Jeder auf der Schule hat wahrscheinlich das Video schon gesehen. Das ist halt crazy. Und die Dummheit muss bestraft werden. Wie kann man denn verchecken, dass man noch connected ist mit dem Projektor? Und sich dann einfach horny irgendwelche Chicks angucken, während die Schüler arbeiten. Der Bruder hat safe diese Stillarbeit vorher aufgegeben, nur damit er genau das jetzt machen kann, Mann. Ich find's auch schon wieder zu geil, wie einfach niemand was sagt. Die lassen ihn alle schön sein Ding machen so und das wird nebenbei halt noch aufgenommen. Das Rauschen im Hintergrund sagt schon alles. Wie ich reagiere, wenn Schüler im Unterricht einschlafen. In dem Fall müssen wir das Present Perfect nutzen. Ihr macht jetzt mal bitte weiter mit der Aufgabe 4, ja? Hey, was ist denn los? Okay, deine Eltern haben sich die ganze Nacht gestritten. Ja, das ist jetzt schon komplett falsch. Ich war wirklich der aus unserer Klasse, auch aus der gesamten Stufe, der am meisten eingepennt ist in den Kursen. No joke, so ab 11.20 Uhr hast du mich meistens auf dem Tisch liegen sehen, bis der Lehrer es gemerkt hat. Manchmal bin ich auch doppelt und dreifach im Unterricht eingepennt und der Lehrer ist immer ultra sauer gewesen. Und niemals wurde ich so leise geweckt wie hier. Nein, ich wurde immer richtig angeprangert vor der ganzen Klasse, dass ich am Schlafen war. So. Direkt jeder wusste es. Der Lehrer hat meinen Namen durch den gesamten Raum so laut geschrien, sogar die Leute im Schulhaus draußen im Flur, die haben sich erschrocken. Verstehe. Ich habe eine Idee. Lass deine Sachen einfach hier liegen. Komm einfach ganz kurz mit. Du legst dich jetzt einfach hin, machst einen kleinen Powernap und in 20 Minuten hole ich dich wieder ab. Du kannst die Aufgaben einfach nachholen und dann machst du einfach mit uns weiter, okay? Super. Wahrscheinlich, oder?
Ich habe damals fast Schulverweis bekommen fürs Schlafen und bei ihr bekommt man einfach halbes Bett. Kannst du mir auch noch eine gute Nachtgeschichte erzählen und eine Tasse warmer Kakao aus der Cafeteria, wenn's geht, wäre auch noch schön. Wirklich Top 3 unrealistischste Lehrermomente hier. Aber GG, wer sie wirklich als Lehrerin hat und erstmal Jahrhundertschlaf machen darf, sobald er ein bisschen müde ist im Unterricht. Wie ich versuche, den Vater zu beeindrucken, der gerade sein Kind von der Schule holt. Oh nein, wir sind in dieser Kategorie von TikTok-Lehrerin jetzt drin, oder was? Bitte hört auf damit und am besten hört auch direkt auf mit dem Unterrichten. Ups, ich habe es schon wieder fallen gelassen. Okay, was erwartet mich jetzt? Lass mich raten, irgendeine nasty Lehrerin, die jetzt was fallen lässt und sich dann ganz zufällig so extrem nach vorne beugt. Ja, also dem Ganzen hier gebe ich noch maximal 2 Wochen, bis sie keine Lehrerin mehr ist. Bitte geh mir aus dem Gesicht, okay? Wenn ich mich jetzt schon anmachen lasse von einer Lehrerin, dann nicht von dir, okay? Und zwar wird die Klassenarbeit am 28.10. sein. Das hatte ich schon vor den Ferien erwähnt. Und wer unentschuldigt fehlt und keinen Attest hat, wird eine 6 bekommen, damit das hier klar ist, ja? Es ist mir egal, was und wie ihr euch entschuldigt. Ich brauche ein ärztliches Attest. So, schreibt euch das bitte auf. Bro, 2021 ist schon so lange her, da war gefühlt noch Steinzeit. Und wieso habe ich das Gefühl, dass da niemand in der Klasse ist? Keiner hat es verstanden und keiner hat zugehört. Die Klasse ist leer. Niemand wird erscheinen zu dieser Arbeit. Ich habe mal eine Frage und Bitte an euch. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wie gerade so die aktuelle Lehrersituation in deutschen Schulen ist. Habt ihr eher so abgefuckte Lehrer, dumme Lehrer, richtig korrekte Lehrer, viel zu alte Lehrer oder einfach Lehrer, die keinen Bock mehr haben auf ihr Leben und die auch keinen Bock mehr haben auf alle Schüler und deswegen den ganzen Tag so drauf sind? Ich fick euch wann immer, wo immer und wie immer ich will. Ich fick jeden von euch. Ja, bitte schreibt's mir rein. Mich interessiert das wirklich mal. Und wenn's euch gefallen hat, dann gönnt mir einen Klick auf den Like und den Abo-Button. Und alle, die schon abonniert haben, ich küsse doch euren Arsch. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.